Heute gibt es mal 13/10 bei uns in Europa im Spiel Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Keine Ahnung, wie man das Game richtig ausspricht, aber ich habe das Game auch nie gespielt. Ich darf das. In der Stadt Rogueport könnt ihr ein geheimes Haus finden, wo sich einfach Karin Ritter drin versteckt. Das gibt eine Anzeige. Beziehungsweise, es erinnert mich eigentlich auch ein wenig an den Raum vom Hunter x Hunter. Aber egal, in der japanischen Version ist auf jeden Fall das Double vom Karin Ritter nicht vor Ort und dafür eine Art vom Tatort mit einer weißen Umrisslinie vom Todd und einer fetten Menge vom Blut. Das ist bestimmt nur Ketchup. Und die 2/10 ist, dass Mario in den ersten 15 Minuten schon ziemlich oft diese ominöse Geste hier macht. Das wurde bei uns in Europa dann entfernt und ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ausnahmsweise.